Ni Hao Deutschland. Die dynamischste Ökonomie der Welt. China. Moderne Skylines, Megacities, Hochgeschwindigkeitszüge und eine digitale Revolution, die fest im Alltag verankert ist. Die groß angelegte Kampagne Made in China 2025 soll das Reich der Mitte jetzt auch technologisch an die Weltspitze bringen. Bewundertes Vorbild ist dabei Made in Germany. Die Arbeit deutscher Ingenieure, ihre zuverlässigen und zukunftsweisenden Produkte und Maschinen. Längst ist China zum Turbo für die deutsche Autoindustrie geworden. Wo früher Fahrräder Chinas Straßenbild prägten, glänzen heute überall deutsche Automarken. Deutschland ist der wichtigste europäische Handelspartner der chinesischen Wirtschaft. Der Ausbau der neuen Seidenstraße lässt bereits jetzt 18 Güterzüge Woche für Woche zwischen Peking und Duisburg in Nordrhein-Westfalen pendeln. Tausende chinesische Unternehmen haben mit mehr als 100.000 Mitarbeitern ihre Wurzeln in Deutschland geschlagen. Und ebenso sind mehr als 100.000 Bundesbürger in 8.000 deutschen Unternehmen auf chinesischem Boden tätig. Sie bringen ihre Kultur und Lebensart, ihr Wissen und ihr Können mit ins Gastland. Ihre Geschichten erzählt Ni Hao Deutschland. Die neue TV-Sendung der größten Nachrichtenagentur der Welt, Xinhua. In Koproduktion mit DFA, Deutschlands erster Fernsehnachrichtenagentur. Willkommen bei Ni Hao Deutschland. Die Dame aus dem Film lernen Sie jetzt bei uns kennen. Ho Xin. Ning Hao, herzlich willkommen bei Ni Hao Deutschland. Guten Tag, Herr Hame. Sie leben ja jetzt in München. Genau. Eine Stadt, die bekannt ist für Kaffee und auch Bier. Richtig. Mögen Sie das auch oder mögen Sie vor allem Tee? Ich mag natürlich auch Kaffee und Bier. Aber mit Zunahme des Alters weiß ich natürlich ein bisschen mehr, meine kulturelle Wurzeln zu pflegen. Deswegen stehe ich natürlich am meisten auf Tee. Der Kurzfilm, den Sie selber produziert haben, hat es schon verraten. Sie sind Teemeisterin. Genau. Und Sie haben Ihre Ausbildung bei einer berühmten Teemeisterin in China gemacht. Genau, das war vor ungefähr anderthalb Jahren. Und durch die Empfehlung von einem Freund bin ich bei dieser Teemeisterin gelandet. Das hat mich sofort angesprochen. Deswegen habe ich auch mit diesem Lernen von Teezeremonie angefangen. Und ist das nur Ihr Hobby oder machen Sie das auch hauptberuflich? Das mache ich nur hobbymäßig. Aber ein sehr professionelles Hobby, wie wir hier im Film sehen und wie Sie uns gleich auch noch zeigen werden. Ja. Denn Frau Ho wird heute für Sie exklusiv eine Teezeremonie hier im Studio durchführen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Zunächst zu einem anderen Thema. Die Messe Asia Pacific Sourcing gibt es seit 2015. In diesem Jahr ganz besonders stark vertreten waren Unternehmen aus China. Ich stamme aus China und stelle schon seit vielen, vielen Jahren auf der Asia Pacific Sourcing Messe aus. Ich komme nach Köln, weil ich gerne mit meinem Geschäft expandieren möchte. Die Asia Pacific Sourcing findet jedes Jahr in Köln statt. Sie bietet Ausstellern aus Asien eine attraktive Plattform, ihre Produkte und Dienstleistungen in Europa bekannt zu machen. Auf dieser Messe können wir uns dem europäischen und besonders dem deutschen Markt präsentieren.
Wir haben viele Kunden aus Europa, Nord- und Südamerika, die hierher kommen. Unser Ziel ist es, hier jedes Jahr zum einen neue Kunden zu gewinnen, uns aber auch mit den Kunden, die ebenfalls jährlich hierher kommen, auszutauschen. Dieses Ziel haben wir schon erreicht. Die meisten unserer Kunden waren schon hier und wir konnten ihnen unsere neuen Produkte zeigen. Unsere Firma ist schon seit 20 Jahren auf dieser Messe vertreten. 1980 wurde unsere Firma gegründet und seitdem stellen wir Werkzeuge her. Heute gehören diese Produkte zu den besten Chinas. Was die Qualität der chinesischen Produkte angeht, hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan. Mittlerweile haben wir einen hohen Standard erreicht. Vielleicht denken alle bei chinesischen Produkten an niedrige Wertigkeit. Aber China kann mittlerweile Waren hoher Qualität mit vielen Funktionen bieten. Wir verstehen den deutschen Markt so, dass er besondere Qualitätsansprüche stellt. Auch die Anforderungen an den Umweltschutz und die Verpackung sind höher als auf anderen Märkten. Wenn man also auf den deutschen Markt möchte, muss man diesen hohen und strengen Qualitätsanforderungen gerecht werden. Wenn man mit deutschen Kunden zusammenarbeitet, lernt man sehr, auf bestimmte Details zu achten. Es gibt dafür einfach viele Regeln. Bei der Zusammenarbeit mit den Deutschen haben wir viel Erfahrung. Sie haben viele gute Eigenschaften. Die Kommunikation mit ihnen bringt uns weiter nach vorne. Ich habe bisher keine deutschen Kunden, dafür aber viele europäische. Sollte ich einen passenden finden, werde ich versuchen, ihn für mich zu gewinnen. Wir hoffen, auf dieser Messe mit vielen alten Kunden zusammenzutreffen und uns mit ihnen persönlich austauschen zu können. Und durch den Dialog mit ihnen möchten wir uns auch weiterentwickeln. Auch hoffen wir, dass unsere Waren an neue Kunden weiterempfohlen werden. So können wir uns weiter auf dem Markt ausbreiten. Diese Messe ist weltweit eine der größten und wichtigsten ihrer Art. Außerdem haben wir uns schon immer auf den europäischen Markt konzentriert. Deshalb sind wir hier. Wenn man auf dem deutschen Markt erfolgreich sein will, muss man erstens den Regeln und Gesetzen gemäß ein eigenes Produkt entwickeln, das in jeder Hinsicht hohe Qualität aufweist. Erst dann kann man konkurrenzfähig werden. Zweitens muss man sich dem internationalen Trend und der internationalen Entwicklung anpassen. Nur so kann man ein gutes Produkt erschaffen. Die Beziehungen zwischen Deutschland und China werden in Zukunft immer besser werden. Deutschland ist das strengste Land Europas, was die Qualität angeht. Daher glaube ich, dass der Handel zwischen Deutschland und China sich immer weiter verbessern wird. Auf einer Messe ist es oft laut und hektisch. Bei uns im Studio wird es jetzt ganz ruhig und besinnlich. Nihao Deutschland lädt Sie alle exklusiv zu einer Teezeremonie ein. Unsere Teemeisterin Frau Hau hat schon alles vorbereitet. Frau Hau, ich freue mich sehr, wirklich sehr, dass Sie heute da sind. Und ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Der Tisch sieht wunderschön aus. Danke sehr. Sie haben schon fast alles vorbereitet, aber eine Sache fehlt noch. Kann ich Ihnen bei was helfen? Ja, natürlich. Normalerweise am Anfang so einer Teezeremonie sollte das noch schön angestimmt werden. Mhm. Dann darf ich Sie heute bitten, für uns noch dieses Räucherstück anzuzünden. Mhm. Darf ich Ihnen vielleicht ein Streichholz schon überreichen? Danke. Bitte sehr. Dankeschön. Danke. Die Gefäße, die Sie mitgebracht haben, die kenne ich schon aus Ihrem Kurzfilm. Ja. Welche Funktion haben die? Ja, die Gefäße da, die haben ja natürlich ganz unterschiedliche Funktionen. Das ist das Hauptstück von dieser Teezeremonie. Das ist ein gedeckelter Teebecher. Und damit werde ich die Tee aufgießen. Und das ist ein Behälter für die trockene Teeblätter aus Bambus. Mhm. Das ist die sogenannte Teenadel, damit ich die aufgegossenen Teeblätter
in diese gedeckten Teeschüssel rühren kann. Okay. Ja? Und dieses kleine Stück heißt eigentlich Teenadelkissen, damit ich schöne Teenadel darauf platzieren kann. Und die vier sind die Trinkschälchen, ja? Und die zwei sind der sogenannte Ausschankbecher, womit man den Teegästen Tee anschenken kann. Ja. Und Sie haben mir auch verraten, das ist ein ganz besonderer Ausschankbecher von einem Künstler aus China. Richtig, das ist von einer ganz bekannten jungen Porzellankünstler aus China. Und ja, und ich finde das Stück besonders schön, deswegen habe ich heute das auch zur Studio mitgebracht. Sind das Ihre Lieblingsutensilien für das Ritual? Das kann man schon so sagen. Und da habe ich auch noch eine Frage. Was ist das? Ist das reine Dekoration oder hat das auch was mit der Teezeremonie zu tun? Das ist eigentlich sozusagen nach meinen eigenen ästhetischen Ansprüchen habe ich heute auch diese getrocknete Früchte als Dekoration mitgenommen. Das ist eigentlich ein chinesischer Dattel. Und diese Frucht ist eigentlich getrocknet und schmeckt frisch, eigentlich mehr oder weniger wie Litschi-Frucht. Okay. Ja? Und wie heißt die Frucht? Das heißt auf Chinesisch Guiyuan, aber die entsprechende deutsche Übersetzung kenne ich leider nicht. Weil wir die wahrscheinlich auch gar nicht so haben. Das findet man ab und zu mal auch im Asien-Shop. Der Tisch ist gedeckt, wunderschön gedeckt, die Räucherstücke brennen. Mhm. Womit geht's jetzt weiter? Jetzt muss ich mit Wasserkochen anfangen. Normalerweise koche ich das Wasser mit so einem guten Kohlenofen, aber da es heute hier im Studio nicht möglich ist, aus Sicherheitsmaßnahmen, deswegen muss ich heute sozusagen statt so einem Kohlenofen auch so einen Elektrokocher mitgebracht. Jetzt ist das Wasser schon gekocht. Als erster Schritt muss ich die ganze Teegefäße auf diesem Tisch aufwärmen. Das heißt, der Tee würde auch anders schmecken, wenn Sie nicht vorwärmen würden? Genau, das stimmt, ja. Gerade mit dieser hohen Temperatur kann man den Geschmack von diesem Pu'er-Tee besser zur Geltung bringen. Ah, wonach schmeckt der? Ich kenne den gar nicht. Ah, der leicht fermentierte Pu'er-Tee schmeckt eigentlich etwas fruchtig. Hm? Nicht so stark wie bei dieser komplette fermentierte Pu'er-Tee. Ah, okay. Ja. Jetzt wärmen Sie auch die einzelnen Tassen vor. Kennt man ja tatsächlich auch. Die Italiener wärmen die Espresso-Tassen vor. Ja, das ist ziemlich vergleichbar. Ich muss noch mal auf den Tee zurückkommen. Ja. Das heißt, Sie kennen sich jetzt nicht nur mit den Abläufen aus, sondern natürlich auch mit den verschiedenen Teesorten, welche Bedeutung sie haben und welche Wirkung auch auf den Körper. Genau. Das ist normalerweise so, bei uns in China wird im Sommer oder während dieser heißen Jahreszeit hauptsächlich grüner Tee getrunken. Mhm. Damit der sozusagen dieser Giftstoff mit Hilfe von grüner Tee etwas abgebaut werden konnte. Mhm. Im Gegensatz dazu, in diesen kalten Jahreszeiten, zum Beispiel im Winter, trinken wir hauptsächlich Schwarztee oder dunklen Tee, mhm, damit der Magen ein bisschen aufgewärmt werden konnte. Ah, okay. Das wusste ich tatsächlich bisher auch noch nicht. Und heute trinken wir Pu'er-Tee. Ist der dann grüner oder schwarzer Tee? Dieser rohe Pu'er-Tee ist eigentlich ein leichter fermentierter Tee, so wie ich vorher schon erwähnt habe. Das eigentlich liegt in diesem Teespektrum genau in der Mitte. Das ist eigentlich eine Mischung. Weder grüner Tee noch Schwarztee, aber genau in der Mitte. Na, sehr gut. Mit den beiden Eigenschaften. Jetzt muss ich die trockenen Teeblätter aus diesem Gefäß ausholen. Mhm. Auch ein besonders schönes Gefäß. Ja, das ist auch aus Porzellan. Die Teetassen sind jetzt warm. Ja. Was ist der nächste Schritt? Jetzt am Anfang sollen wir natürlich auch dieses Aroma von getrockneten Teeblättern mal riechen. Mhm. Bei Riechen von diesem Aroma sollte man zuerst mal kurz wegdrehen, mhm, ausatmen, dann tief anatmen. Bitte sehr. Möchten Sie vielleicht das auch mal probieren? Sehr gerne. Und? Also, riecht ehrlich gesagt besser als jeder Tee, den ich zu Hause habe. Vielleicht haben Sie früher nur ganz selten sowas gesehen. Also bei so einer Teezeremonie, der Hauptzweck ist, dass man wirklich auch einen gewissen Respekt, mhm, vor diese Lebensmittel haben kann, ja, durch diese zeremonielle Verhalten. Ja. Das ist der Sinn von der gesamten Teezeremonie. Mhm. Ja. Nicht einfach Beutel rein, Wasser drauf und genau, fertig. Genau, das wirkt eigentlich für uns Chinesen etwas barbarisch. Tut mir leid. Okay, das verstehe ich. Gut.
Ja, da dieser gedeckelte Becher schon vorgewärmt ist, jetzt tue ich die trockenen Teeblätter hinein. Dann schütte ich mit etwas Kraft gleichmäßig. Wofür ist das? Damit das Aroma von den trockenen Teeblättern auch besser zur Geltung kommen kann. Okay. Und jetzt mache ich diesen Deckel wieder auf. Dann rieche ich wieder mal hinein. Gut, als weiterer Schritt muss ich jetzt den Tee noch waschen. Waschen tun wir normalerweise bei fermentierter Tee. Zum Beispiel grüner Tee oder weißer Tee oder gelber Tee. Diese drei Teesorten, die sind nicht fermentiert. Und deswegen diese drei Teesorten, wenn man wirklich diese drei Teesorten aufgießt, da sollte man auf gar keinen Fall waschen. Okay. Ja, jetzt muss ich den Tee schon waschen. Bei Waschen muss man ganz genau aufpassen, nicht zu viel Wasser. Wahrscheinlich nur ein Drittel von diesem Aufgussbecher. Ganz wenig Wasser und auch nicht so lang. Wahrscheinlich höchstens nur 5 Sekunden sollte man das Wasser schon wieder ausschüttern. Was würde passieren, wenn ich den Tee nicht wasche? Naja, dieser Waschvorgang dient eigentlich dazu, dass man den Schmutz oder diese unerwünschte sozusagen feine Sachen einfach durch so einen Waschvorgang weggespült werden konnte. Okay. Ja. Genauso wie ich vorhin schon erwähnt habe, da bei aller fermentierten Tee eine gewisse Lagerzeit vorhanden sind. Ja. Während dieser Lagerzeit ist es natürlich ganz leicht passiert, dass Schmutz oder verschiedene so unerwünschte Stoffe hineingekommen sind. Ja. Deswegen durch diesen Waschvorgang sollte man das wegspülen. Okay. Ja. Die ganze Trinkschalchen muss ich jetzt wieder komplett ausleeren, damit wir für den richtigen Teeaufguss gut vorbereitet sind. Das Waschen des Tees, hatten Sie gesagt, 5 Sekunden nur. Mhm. Wie lange lassen Sie dann den Pu'er-Tee ziehen gleich? Bei ersten Aufguss muss ich darauf achten, wenn der Tee für mich relativ neu ist, dass ich die Eigenschaften auch nicht so genau kenne, mache ich normalerweise bei ersten Aufguss 20 Sekunden. Okay. Genau. Und danach, nach dem Geschmack von diesem ersten Aufguss, muss ich dann selber entscheiden, wie ich beim zweiten sozusagen Aufgussvorgang, wie lange ich die Tee dann weiterziehen lasse. Dann habe ich als Teebarbar noch mal eine Frage. Ja, bitte sehr. Auf den Teebeuteln von grünem Tee steht meistens 3 bis 5 Minuten oder 2 bis 3 Minuten. Halten Sie das für viel zu lange? Das ist für uns natürlich der absolute Horror. Tut mir leid. Also für uns bei Aufguss von grünem Tee niemals länger als 1 Minute. Okay. Normalerweise immer unter 30 Sekunden bei einem einzelnen Aufgussvorgang. Wieder was gelernt. Es ist so gut, dass Sie heute da sind. Ja, gern geschehen. Jetzt mache ich den ersten Aufguss. Mhm. Bei Aufgießen von Tee gibt es auch verschiedene Techniken eigentlich. Zum Beispiel mit etwas mehr Kraft oder ganz sanft mit ganz dünner Wasserstrahl. Das dient dazu, ob man einen intensiveren Geschmack haben möchte oder eher einen leichten Geschmack. Mhm. Das kann man immer nach individuellem Bedarf miteinander kombinieren. So, jetzt ungefähr 20 Sekunden sind schon vorbei. Jetzt muss ich den Tee wieder ausschüttern. Jetzt können Sie auch einmal kurz sehen, dass die Teeblätter schon etwas aufgegangen sind. Ja. Sieht nach mehr aus jetzt. Genau, genau. Sie haben mich so gespannt gemacht, ich möchte jetzt auch wirklich einen Tee probieren. Ja, natürlich, Sie sind auch herzlich eingeladen, ja, klar.
Na, Herr Armer, bitte sehr. Vielen Dank. Bei Genießen von Tee sollen wir zuerst einmal kurz an dieser Flüssigkeitsoberfläche einmal riechen. Und? Er riecht wieder anders als vorher. Genau, das haben Sie gut erkannt. Dann bitte sehr. Das ist vielleicht der beste Tee, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Oh, das freut mich sehr. Darf ich Ihnen die zurückgeben? Dankeschön. Dann bin ich gleich wieder bei Ihnen. Tianhua Yang, eine Violinistin, die in China aufgewachsen ist und jetzt in Deutschland lebt. Bereits im Alter von gerade mal 10 Jahren hat sie am Konservatorium in Peking studiert. Heute lehrt sie selbst, unter anderem an der Musikakademie in ihrem Wohnort Kassel. Was ich an China am meisten vermisse, das Essen, ohne Frage. Sonst geht's mir hier prima und ich fühle mich sehr zu Hause und wohl. Aber das Essen fehlt mir schon sehr. Kulinarisch liegen ja tatsächlich Welten zwischen Deutschland und China. Aber auch im Bereich der klassischen Musik hat sie Dinge beobachtet, die hier ein bisschen anders sind. Ich denke schon, dass es sehr viel Unterschied noch, vielleicht noch, sind es einige Unterschiede, die dann zwischen chinesische und deutsche oder europäische Musikwahrnehmung. Zum Beispiel bei uns in China gehen sehr viele junge Leute ins Konzert, weil die das vielleicht auch gerade das Instrument lernen oder das gelernt haben als Kind. Oder man ist fasziniert von der klassischen Musik und das ist überwiegend junge Leute, die in Konzerte gehen zum Beispiel. Und auch sehr oft sieht man auch Familien, die in Konzerte gehen, also gerade Eltern mit kleinen Kindern. Und die Eltern versuchen das auch den Kindern, diese Gefühle oder diese Atmosphäre zu geben. Das finde ich auch sehr schön und wichtig. Europäische oder klassische Musik in China ist weit verbreitet, auch seit Ende der 80er Jahre schon. Und das ist, man bekommt genauso viel Chance, ins Konzerte, in die Oper zu gehen, als hier in Koblenz zum Beispiel oder in, was weiß ich, Karlsruhe, Frankfurt, wo wir hier auch leben. Es gibt sicher Unterschied zwischen, ich würde mal ein bisschen vielleicht das Gebiet erweitert, sagen asiatische Studenten und europäische Studenten. Ich kam auch aus Asien, deshalb kenne ich es auch sehr gut. Man ist da getrimmt, irgendwie sehr fleißig zu arbeiten und auch wirklich hart sich durchzukämpfen. Und ich persönlich verlor auch mal ganz kurz die Orientierung, als ich hier kam. Und keiner steht mir hinter den Nacken und sagt, jetzt üb mal 5 Stunden am Tag. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt und auch, ich war auch ein bisschen verloren, weil ich gerade plötzlich diesen Druck nicht mehr da ist. Und ich beobachte das auch sehr gerne von meinen Studenten an der Berner Musikhochschule zum Beispiel. Das ist dann die asiatischen Studenten, die waren am Anfang erstmal so ein bisschen orientierungslos, weil das plötzlich alles so entspannt hier. Aber ich glaube dennoch, die finden auch so sehr schnell schon wieder den Weg und sich zu öffnen. Und das ist, was ich auch an den europäischen Studenten meistens sehr schätze, dass die eigentlich auch schon oft eine Vision schon haben, was sie haben möchten, was die werden möchten und in welche Richtung, in welchen Wegen sie gehen möchten. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass man auch viel Gedanken schon in jungen Alter schon darüber nachdenkt. Wir sind schon fast am Ende einer Sendung, die dank Frau Ho, unserer Teemeisterin, heute besonders besinnlich und atmosphärisch war. Die Teezeremonie ist auch fast am Ende, aber noch nicht ganz. Genau, und zwischendurch habe ich weitere 3 Aufgüsse schon gemacht. Aber jetzt kommen wir zu diesem Schlusspunkt von dieser Teezeremonie. Nämlich, wir müssen noch das sogenannte süße Wasser trinken. Das heißt, süßes Wasser, nicht deswegen, dass man das Wasser mit Süßstoff oder mit Zucker sozusagen versetzt. Oder was ist das? Machen wir nicht. Okay, gut. Sodann, das ist vorher abgekühlt, da nach dem Trinken von Tee ein gewisser Geschmack und eine gewisse Substanz in dem Mund übrig geblieben ist. Bei Kosten von diesem abgekühlt gekochten Wasser wird das besonders süß und
geschmeidig schmecken. Okay. Das findet also auch tatsächlich am Ende jeder Teezeremonie statt. Genau. Bitte sehr. Das ist für Sie. Nicht süß, aber schmeckt tatsächlich ein bisschen anders als einfach nur Wasser. Genau. Toll. Damit ist die Teezeremonie, aber auch unsere Sendung beendet. Ja. Ich würde gerne mit Ihnen gemeinsam unsere Zuschauer verabschieden. Und ich habe mir für Sie extra einen Satz ausgedacht, beziehungsweise ihn gelernt. Ja. Wo ai yu cha. Oh, haben Sie gerade gemeint, dass Sie ein ganz großer Yoga-Liebhaber sind? Das bin ich auch ein bisschen, aber eigentlich meinte ich, dass ich grünen Tee sehr mag. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Dann vielleicht darf ich an der Stelle auch mal kurz die richtige Aussprache beibringen. Okay, sehr gerne. Das heißt auf Chinesisch, wo ai lü cha. Wo ai lü cha. Wunderbar, jetzt klingen Sie fast genau wie ein Chinese. Jetzt liebe ich grünen Tee und nicht Yoga. Genau. Vielen Dank, Frau Ho, dass Sie bei uns waren und diese besondere Sendung mit uns gestaltet haben. Das war eine ganz besonders große Freude für mich. Ja. Also vielen Dank und bei Ihnen bedanken wir uns auch, dass Sie mit dabei waren. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten bei Ni Hao Deutschland, wenn wir Ihnen so tolle Gäste vorstellen. Dankeschön. Zaijian. Wiederschauen.